Kann man das noch kaufen? Ja, und dann ganz viele Flaschen kaufen. Ganz wichtig. Flaschen haben wir jetzt gekriegt. Ah, 79. Ist jetzt nicht so besonders viel, aber ja, man macht, was man kann, ja. Ja, danke. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Stadt hier. Except die Lampe tauschen. Weil wir jetzt haben, also es wird Nacht hier in diesem Spiel und dann wird es dunkel. Und um überhaupt was zu sehen, braucht man eine Lampe. Das hier ist, glaube ich, der Krieger? Oder neue? Okay, cool. Das ist der Bogendistrikt. Wo muss ich denn jetzt an? Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ich wollte in den Craft District, also da auch dahin. Glaube ich jedenfalls, dass ich das dahin wollte. Ja, da wollte ich hin. Ja, klar, dann kannst du hier auch in diesem Spiel. Genau, hier wollte ich hin. So. Ja. Machen wir daraus erstmal. Bisschen Cotton Yarn. Aus drei haben wir. Haben wir es rausbekommen? 7. Na, das ist doch mal was. Wie viel brauchen wir? 20. Ha. Müssen wir noch ein bisschen farmen. So, ich würde jetzt sagen, wir laufen erstmal hier an den Rand vorbei, so die ganze Zeit. Dann immer ein bisschen näher rein. So, oder was denn? So, in die Richtung würde ich jetzt sagen, gehen wir Nordeast. Ach ja, hier können wir Erze schmelzen, also wie Iron, also Eisen, Gold und Silber. Das ist, ja. Ach ja. Wie dunkel es da drin ist, wenn kein Licht da ist, ne? Warte mal kurz. Muss mal kurz gucken, was man mit Candies sich für ein Tier holen kann. So, ich habe es jetzt gegoogelt. Es ist für eine schwarze Katze. Dann suchen wir uns mal kurz eine schwarze Katze. Nochmal zurückgehen. Denn Haustiere haben ist definitiv eine gute Idee. Ja, das müsste eine schwarze Katze sein. Yep. So, jetzt haben wir eine kleine Katze, die mit uns kämpft und die wir dann später auch reiten können. Um noch schneller zu sein. Ja. Oh Lord. Das war. Ha. Huh. Ich habe nicht erwartet, dass wir die ziehen können. Und kam die überraschend. Also die meisten Gegner, man sieht die meistens nicht. Na, wie die Dorn. Also jetzt sehen wir sie. Deswegen halten wir uns von ihnen fern. So gut wie es geht. Ja. Hexen.
Am Anfang muss man halt wirklich vorsichtig sein, mit welchen Gegnern man sich einlässt. Später nicht mehr so, weil du dann eh alles zerstörst, was du siehst. Aber, naja. Besonders im Low-Level sind die Gegner halt echt assi drauf. So, das ist ein Zelt, ist ein Camp. Ja, da sind welche, da sind Gegner. Muss mal gucken. Den hier müssen wir uns gönnen. Der macht am meisten Schaden. Oh, der ist auch Schurke. Aha, die haben wir uns gegeben. So, und machen wir uns denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir machen uns hier, keine Ahnung, so 10 Stück davon. Und dann sollten wir eigentlich gut to go sein. Weil mit Tab kann man es wechseln. Aber ich bleibe erstmal noch bei den Portions. Ja, die sind ganz gut eigentlich. Oh, ich gehe jetzt gerade zurück. Nee. Ich folge jetzt erstmal den Weg hier bis zur Grenze. Von da aus laufen wir dann halt, bis wir dann halt den nächsten Weg finden ins Land rein, und dann gehen wir da wieder lang. Und ja, ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Können wir mal ein bisschen nach Gegnern ausschalten, die man sich kloppen kann. Sind das Gute, sind das Böse? Ja, das sind Gute. Okay, die können wir mal besprechen. I love sailing. Okay. I have a new pet. It's a slime. I love it. Have you found leftovers? You should visit the identifier. Yo. Wir geben einem ab und an mal ein bisschen Tipps, aber... Und sie helfen dir im Kampf. Definitiv. Ist das ein Alpaka da vorne? Wenn ja, dann ist das, sag mal so, gefundenes Fressen. Ja. Für das Gute an diesen Schurken ist halt, du kannst halt echt gut Schaden raushauen. Strawberry Cake. Warte kurz, ich google kurz. Also, wir könnten uns jetzt ein Eichhörnchen holen. So. Also, jeder Gegner hat eine Chance, ja, Futter zu finden, zu droppen. Und ja, die nehmen wir. Peacock, glaube ich, war das, ne? Herzblumen. Hallo, Herzblumen, danke. Schaffen wir den schon? Ja, sollten wir hinbekommen. Tauschen wir vorher noch was kurz zum Essen. Ja, bei dem Essen müssen wir halt sitzen. So, und let's go. Oh Gott, der haut aber Damage raus, ey. Big Damage. Haben wir. Was ist denn heute los hier, ey? Kandiert Apfel. Ich guck noch mal. Wir können uns jetzt ein Pferd holen. Wow. So müssen wir uns lang. Wir müssen in die Richtung. Es gibt so Monsters, vor denen sollte man sich halt echt in Acht nehmen. Ist das ein guter? Ja, ist ein guter. Ah, lassen wir jemanden kämpfen. Nehmen wir uns noch mal den Hund hier vor.
Oh.